Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute Logo, Updates, News zu Jaguar. Und ich habe ja gestern bereits über Audi und das Verschwinden der Ringe in China gesprochen. Und heute geht es um das neue Logo von Jaguar. Das ist auch eine Überraschung. Und ob es gefällt, muss jeder selbst entscheiden. Ich kann nur so viel sagen. Der charakteristische Schriftzug, den Jaguar mal hatte, den wird es nicht mehr geben. Und auch die Kühlerfigur, wie es sie mal gab, wird es nicht mehr geben. Stattdessen, und ja, ich verlinke euch das alles hier unter dem Video, dass ihr euch das mal anschauen könnt und euch selbst Gedanken machen könnt und wollt, ob euch das gefällt oder nicht. Genau, und dann starte ich einfach mal rein. Jaguar stellt neues Logo und Branding für seine Elektroauto-Zukunft vor. Drei Sätze lese ich vor und dann sage ich noch was drüber. Also, Jaguar richtet sich neu aus. Grundsätzlich gut. Die aktuelle Modellpalette bestehend aus SUVs, Limousinen, einem Sportwagen und einem Batterie-Crossover, nämlich dem E-Pass, läuft komplett aus. Neuwagen können schon nicht mehr bestellt werden. Ha, habt ihr gehört? Wenn ihr einen Jaguar kaufen wollt im Moment, müsst ihr halt einen Gebrauchten kaufen. Neuer ist nicht mehr. In Zukunft tritt die Marke, jetzt kommt's, als Luxus-Elektro-Auto-Anbieter auf. Also, das heißt, ich weiß nicht, ob ihr mal bei Jaguar wart. Im Moment konntet ihr für 50, 60, 80.000 da locker ein SUV kaufen. Nee, weg, gibt's nicht mehr. Ich lese mal weiter. Am Hauptsitz Gaidon präsentiert die Tochter der im Besitz des indischen Tatra-Konzerns befindlichen JLR, das ist Jaguar und Land Rover Gruppe. Nun das neue Markendesign, das künftige Modelldesign wird erst Anfang Dezember vorgestellt. Okay. Während man früher einen Jaguar als SUV für 60.000, sagte ich gerade, bekommen konnte, kosten die kommenden Baureihen wohl zwischen, haltet euch fest, sonst haut es euch aus den Latschen, 150 bis 200.000 Euro. Also nur noch die echte Oberklasse. Die obersten 10.000 können sich das leisten, wie auch immer. Also 200.000 ist eine Nummer. Und auch nur noch Elektroautos. Heute beginnt eine neue Ära für Jaguar. Die von Grund auf neu gestaltete Marke greift das Leitbild Copy Nothing auf, dessen Wurzeln zu den Worten des Firmengründers Sir William Lyons zurückgehen. So die Marketingabteilung. Die Transformation von Jaguar wird durch den Begriff des Exuberant Modernism, opulenter Modernismus geprägt. Eine kreative Philosophie, die allen Aspekten der neuen Jaguar-Markenwelt zugrunde liegt. Sie umfasst mutiges Design, Klammer auf, mutig teurer Preis, Klammer zu, unerwartetes und anderes Denken und schafft einen Markencharakter, der durch furchtlose Kreativität aufmerksam erregt. So, das erste Modell soll wohl ein viertüriger Grand Tourismus sein, mit einer Reichweite von 700 Kilometern und Allrad und knapp 600 PS, bla bla bla, was jetzt noch kommt. Also, ich mache mal schon mal ein kleines Fazit und dann kommen wir nochmal auf das Markendesign, das Logo. Jaguar richtet sich neu aus, macht einen Schnitt, einen kompletten, gibt keine Verbrenner mehr wie vorher und es wird nur noch Elektroautos geben. Es wird auch keine Preisklasse unter 100.000 Euro, gibt nur noch Preisklassen deutlich über 100.000 Euro geben. Und jetzt kommen wir mal zum Logo. Ja, wir hatten früher eine wunderschöne Wildkatze und hatten ein sehr charakteristisches Design. Das wird jetzt nicht mehr so sein, sondern wir haben jetzt den Schriftzug Jaguar sehr modern, sehr abgerundet. Ich verlinke euch das, wie gesagt. Die Katze sieht auch etwas anders aus. Der Jaguar, der da springt und das Jaguar-Logo, ein Kreis mit einem angehängten J und ein von unten nach oben kommen. Das hat, wie gesagt, ich verlinke euch das alles. Muss man erstmal sacken lassen und schauen, wie das so wirkt. Die Werbung, die man da im Moment dazu macht, auch mit verschiedenen bunten Menschen, ist auch gewöhnungsbedürftig, wie auch immer. Also, wie gesagt, verlinke ich euch alles. Ich finde es nicht gut,
Aber ich bin ja nicht das Maß der Welt. Haben sich viele Leute Gedanken gemacht, wie viel Geld dafür kriegen. Und ja, schaut es euch einfach an. Damit sind wir für heute durch mit einer Logo-Veränderung und Produktpalettenveränderung, Philosophieveränderung von Jaguar. Und zum Ende, ihr kennt das Spiel, lasst mir bitte einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es täglich. Und morgen haben wir wieder die Marke vom Markenfriedhof und am Montag die Markenneuanmeldung der Woche. Also, schönes Wochenende, bis dann. Servus!